Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video lernst du, wie du das Füllen-Werkzeug richtig verwenden kannst. Ich habe in einem früheren Video ein Haus des Nikolaus gezeichnet und will dieses nun anmalen. Dazu dient mir das eben erwähnte Füllen-Werkzeug. Bevor ich es verwende, male ich aber hier mit dem Stiftwerkzeug noch zwei zusätzliche Linien, damit das Haus nicht in der Luft hängt, sondern wirklich am Boden steht. Um eine gerade Linie zu zeichnen, drücke ich Shift und Steuerung, male hier und auf der anderen Seite noch eine Bodenlinie. So, jetzt ist das Haus des Nikolaus wirklich gut am Boden verankert. So, nun zum bereits erwähnten Füllenwerkzeug. Ihr findet es in eurem Werkzeugkasten unter dem Symbol des Farbeimers. Wenn ihr das Füllenwerkzeug auswählt, könnt ihr Flächen, einzelne Flächen in eurem Bild mit einer Farbe anmalen. Nun, was ich als erstes tun will, ist, ich möchte hier das Dach in einem hübschen Braun ausmalen. Ich wähle mir also als Vordergrundfarbe ein Braun aus, suche die Farbe, ja, das gefällt mir gut, klicke auf OK, wähle nun in den Werkzeugeinstellungen bei Füllart VG-Farbe aus. VG steht für Vordergrundfarbe. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt in das Dach hineinklicke, das Dach mit der Vordergrundfarbe gefüllt wird. Ich könnte hier genauso gut HG-Farbe auswählen. HG steht für Hintergrundfarbe. Wie ihr hier oben seht, ist meine Hintergrundfarbe weiß. Wenn ich jetzt das Dach anklicke, wird das wieder weiß ausgefüllt. Ich will es aber mit der Vordergrundfarbe füllen. Ebenso ausfüllen will ich diese vier Bereiche. Dieses Mal mit einer anderen Farbe. Ich wähle hier ein Gelb. Und mein Haus ist nun bunt. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich bei Füllart nicht nur Vordergrund- und Hintergrundfarbe einstellen kann, sondern auch Muster. Das bedeutet, ich kann Flächen auch mit einem Muster befüllen. Die einzelnen Muster, die mir zur Verfügung stehen, kann ich hier auswählen oder noch besser hier auf der rechten Seite unten unter Muster. Solltet ihr dies nicht zur Verfügung haben, könnt ihr unter Werk, unter Fenster, andockbare Dialoge, Muster, dieses Fenster wieder einblenden. Nun, ich will jetzt diese Bodenfläche mit einem Muster befüllen, und zwar mit einem Grasmuster. Ich wähle also hier dieses Grüne aus, ebenso wie gesagt könnte ich es hier auswählen, klicke dann auf den Boden und sehe, jetzt ist der Boden nicht einfarbig gefüllt, sondern eben mit dieser Musterung. Im Hintergrund soll ein Himmel sein. Nun, wenn ich da so schaue, am ehesten sieht mir das nach Himmel aus. Mal schauen. Ja. Da bin ich zufrieden. Ich habe also den Hintergrund, sowohl den Boden als auch den Himmel mit einem Muster gefüllt. In diesem Video hast du gelernt, wie du das Füllenwerkzeug verwendest, wie du damit eine Fläche mit einer Vordergrundfarbe, mit einer Hintergrundfarbe oder sogar mit einem Muster füllen kannst.